Hallo und herzlich willkommen zum Thema, wie formuliere ich die möglichst besten OKRs? Und da möchte ich jetzt eine kleine Regel vorstellen, die wirklich hilfreich sein kann. Die nennt sich MISI und das ist vielleicht nicht das, was jeder schon mal gehört hat, deswegen erkläre ich es mal kurz. MISI steht für Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Und das erklärt sich natürlich noch nicht von alleine. Es geht also darum, dass manche Dinge für sich alleine stehen müssen und andere zusammen sein sollten. Und das Ganze erklärt man am besten an einem ganz einfachen blauen Rechteck. Schauen wir uns diese Fläche an, wenn wir die zerteilen möchten in 4 gleiche Teile und dann entsprechend uns entscheiden, das Ganze auch wieder zusammenzusetzen, dann müssen wir auf ein paar Dinge achten. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze nachher so aussieht. Denn da haben wir offenbar einige Regeln nicht richtig angewendet. Und es geht natürlich darum, dass die Flächen richtig positioniert werden müssen. Und da gibt es einfach 2 Dinge, die auffallen. Zum einen haben wir hier Überlappungen und zum anderen haben wir Lücken. Und so kriegen wir den Ursprungszustand nie wieder hin. Deswegen gibt es in dieser MISI-Regel 2 Prinzipien. Das eine heißt No Gaps, keine Lücken, und das andere No Overlaps. Naja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das Ganze mit dem zu tun, wo wir jetzt hier eigentlich hinwollen, im Bereich Business, im Bereich Strategie und Operations. Naja, es geht darum, dass wir, wenn wir uns diese Pyramide anschauen, natürlich immer Dinge zerteilen müssen und dann wieder zusammensetzen und wieder zerteilen und so weiter. Weil die Mission selbst ja viel zu groß ist, auch wenn sie nur aus 2, 3 Sätzen vielleicht besteht. Und das gilt auch für die Strategie und auch für die operativen Ziele. Das kann man eben nicht mal eben in einer kurzen Zeit realisieren. Deswegen arbeiten wir immer mit Teilmengen. Und um das jetzt mal auf die OKRs zu übertragen, da sieht man ja schon, dass die Art der Darstellung, die ich hier gewählt habe, schon wieder so aussieht, dass das Ganze irgendwas mit Lücken und Gesamtheit zu tun hat. Und dieses Objective oben, das wird ja sehr frei formuliert. Da habe ich ja sehr viele Möglichkeiten. Bei den Key Results unten muss ich natürlich achten, dass die wirklich das erreichen, dass sie nämlich auf eine messbare Art und Weise hinarbeiten auf dieses Objective. Und wenn wir jetzt dieses MISI anwenden, dann würden wir zunächst mal schauen auf diesen hinteren Bereich von MISI, auf Collectively Exhaustive. Das ist nämlich dann nichts anderes als die Frage, sind diese 4 Key Results überhaupt in der Lage, das Objective zu holen, ja oder nein? So, hier sehen wir ein Beispiel aus dem New Business. Da geht es darum, dass das New Business in Q2 durch die Decke gehen soll. Ja, und das ist hier aufgespalten in 4 Key Results. Die befassen sich mit der Anzahl der Neukunden, mit dem Neukundenumsatz und so weiter. Für uns jetzt wichtig zu verstehen ist diese Klammer. Sind diese 4 Key Results wirklich vollzählig in der Lage, dieses Objective zu holen? Und es ist natürlich so, dass diese Key Results ja ausgehandelt werden. Es gab ja vielleicht auch noch viele, ganze Menge andere Kandidaten. Vielleicht eine 5., 6., 7., 8. Position und so weiter. Aber irgendwann hat man natürlich gesagt, wir wollen OKRs praktizieren. Das heißt, wir wollen uns fokussieren, wollen die Ressourcen gebündelt auf diese 4 Key Results loslassen. Und da wäre mein Tipp, sich das kurz aufzuschreiben, in so einer Geschichte, die dann schon in der Zukunft spielt, zu überlegen, was ist 3 Monate später, jetzt haben wir diese Key Results realisiert. Wir haben uns auch bewusst entschieden, die anderen Key Results eben nicht in diesen Zyklus mit hineinzunehmen und da eine kurze Begründung aufzuschreiben. Das ist sehr wichtig, weil 3 Monate später kann man oftmals nicht mehr nachvollziehen, warum man das ein oder andere Key Result gewählt hat. Aber wichtig ist, dass man in dieser Redaktionskonferenz, so will ich es jetzt mal nennen, wirklich den Eindruck hat, dass diese 4 Key Results exakt dazu in der Lage sind, dieses Objective zu holen. Und dann, wie gesagt, Argumente auflisten, dass man das dann nach 3 Monaten nochmal nachvollziehen kann. Weil 3 Monate ist eine lange Zeit und oftmals kann man sich nicht mehr so perfekt erinnern. So viel also zu diesem Collectively Exhaustive. Die andere Betrachtungsweise, die bezieht sich natürlich auf die Grenzen zwischen den Key Results. Mutually Exclusive bedeutet, dass wir wirklich gegenseitig unabhängig voneinander sind. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an.
Also hier sieht man zwar Key Results, die sind irgendwie so ein bisschen zusammengewachsen. Das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Das Beispiel wäre hier noch aus dem ersten Beispiel, dass wir uns anschauen, 12 Neukunden, okay, und ein Neukundenumsatz von 30 Millionen. Wenn das jetzt hier eine Abteilung verabschiedet hat, dann ist die Frage, wie unabhängig ist das voneinander? Stellen wir uns mal vor, dieses Key Result 2, diese 30 Millionen, die habe ich dann nach 8 Wochen schon erreicht, kann ich dann sozusagen das Key Result 1 kippen? Und das ist eben genau das Verständnis in den Objectives und Key Results, was dann, wenn man sich solche Fragen stellt, wohl noch nicht ausgereift genug ist, weil das sind alles Unverknüpfungen. Die Key Results sind für sich genommen eigene Maßnahmen, eigene Mini-Projekte, wenn man so will, die von Anfang bis zum Ende der 3 Monate komplett durchlaufen werden. Und wir wollen eben nicht, dass da eine Ungewissheit, eine Unschärfe entsteht, dass man sagt, naja, das eine ist irgendwie ein bisschen wichtiger und wenn wir das haben, können wir das andere doch lassen. Das wäre Projektmanagement, das ist eine andere Denke. Es geht ja bei den OKRs darum, die Ressourcen perfekt auszunutzen. Und dafür arbeite ich parallel an diesen Key Results und ich will das mal in der Grafik zeigen. Oben stehen die beiden Key Results, das erste mit den 12 Neukunden, das zweite mit dem Neuumsatz. Und das Ziel muss immer sein, dass die Arbeit vollkommen unabhängig sich möglichst gleich verteilt über diese 3 Monate erstrecken kann. Dann bin ich mir sicher, dass ich meine Ressourcen gut eingesetzt habe. Dann bin ich mir sicher, dass ich dieses Objective hole, weil es hat ja einen guten Grund gegeben, warum ich gesagt habe, ich will aber diese 12 Neukunden. Vielleicht, weil ich auch schon viele Zyklen weiterdenke, weil ich einfach eine längere Perspektive habe und sage, okay, die Zahl ist ja sehr schön, diese Umsatzzahl, aber perspektivisch ist es halt ein sehr, sehr hohes Gut, wenn auch die Anzahl der Kunden hoch bleibt. Und das ist eben das, was man hier wirklich so unabhängig voneinander wie nur irgend möglich gestalten sollte. Gucken wir nochmal auf ein zweites Beispiel. Hier seht ihr, dass diese Key Results komplett zusammengewachsen sind. Und wie kann das in der Praxis sein? Nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt Corona aktuell. Der Onboarding-Prozess soll vollständig digitalisiert werden. Gehen wir davon aus, dass das in 3 Monaten machbar ist, weil das Unternehmen vielleicht schon sehr viel in dieser Richtung vorgearbeitet hat. Und da wären jetzt 2 mögliche Key Results hier, dass man sagt, okay, wir brauchen aber noch 8 30-Minuten-Videos zu den Themen 2 und 5, die sind uns wichtig. Da wollen wir auf jeden Fall, dass da jemand selber sich einarbeiten kann in diesen Bereich unseres Unternehmens. Und gleichzeitig wollen wir Key Result 2, wir wollen diese Videos nicht nur einfach abspulen, wir wollen, dass man da interaktiv werden kann. Wir wollen, dass da ein Quiz gibt, dass man irgendwas machen kann, dass man gefragt wird, dass da wirklich auch ein Transfer passiert. Und das habe ich jetzt deswegen so in einer blauen Bubble gezeichnet, weil hier nicht klar ist, ob das überhaupt unabhängig voneinander gemacht werden kann. Man könnte jetzt im ersten Augenblick meinen, okay, vielleicht müssen erst die Videos fertiggestellt sein, damit die anderen überhaupt die Quizze bauen. Kann sein. Jedenfalls ist das absolut zu klären. OKRs sind kein Projektmanagement. Es kann nur funktionieren, wenn diese Trennung hier komplett vollzogen werden kann. Und wenn gewährleistet ist, dass das nicht passiert, dass hier das erste Key Results, nämlich die Filme zu produzieren, das läuft so vor sich hin, man hat Konzepte, Storyboards und dann filmt man. Und das Key Result 2, nämlich die Quizze und Interaktionen zu machen, ist erstmal 6 Wochen arbeitslos. Das wäre vollkommen an dem Gedanken von OKRs vorbei. Und die Kunst ist jetzt, das Ganze auszugleichen. Ja, es wäre auch nicht wünschenswert, dass die Teams sozusagen immer dann arbeiten können, wenn die anderen nicht arbeiten. Es muss realisiert werden, dass das Ganze so verteilt wird, dass es gar nicht auffällt, wenn das eine Team oder wenn der eine Bereich, der sich mit dem Key Result 1 befasst, mal eben 2 Wochen in Urlaub ist. Ja. Das ist eben das Wichtige und das kriegt man natürlich hin, indem man sagt, wir müssen uns auf Prozessmodelle einigen, wir müssen uns darauf einigen, dass ihr alle 9 Tage einen fertigen Film abliefert, solche Geschichten. Oder dass ihr uns vorher schon eure Konzepte gebt, sodass wir immer kontinuierlich arbeitsfähig sind. Das ist eben das, was man erreichen will. Sonst muss man das irgendwie mit dem Projektmanagement hinbekommen, aber dann macht es keinen Sinn, dieses in Key Results zu formulieren. Das Ziel ist natürlich, dass das bei allen Key Results funktioniert
Und hier gehen wir mal von dieser Variante 4 Kirbisalz aus. Das ist ja das, was man immer am häufigsten findet. Bei mir ist es so, meine Kunden sind von 2 bis 5 Kirbisalz unterwegs. Es spielt auch nicht eine Rolle, wie viele es letztlich sind. Es sollten natürlich nicht mehr als 5 sein, als 4 sein, wegen des Fokus. Aber diese Abhängigkeit, die darf in keinem Fall gegeben sein. Und da soll euch eben diese Regel Mutual Exclusive und Collectively Exhaustive dran erinnern. Es geht wirklich darum, dass alle Key Results zusammen das Objective holen, aber in den Key Results selbst komplett unabhängig gearbeitet werden kann. Ja, so viel als Impuls an dieser Stelle. Es gibt weitere Videos zur Formulierung von guten OKRs, weil das ist einfach die zentrale Leistung, wo man erst sagt, das ist doch irgendwie ein sehr einfaches System, wenn man am Anfang steht, dann aber merkt, dass die Formulierungen es in sich haben. Und da ist die MISI-Regel ein ganz guter Baustein, wie ich finde. So viel an dieser Stelle. Bis bald und tschüss.